dafür nehmen wir mal die kleinen Versteckten. Ich bin arm und krank und hungrig. Einen nehmen Sie da. Bitte nur ein paar Goldstücke. Meine Familie ist groß und liegt im Stall. Och, verpiss dich! Einen nehmen Sie da. Bitte nur ein paar Goldstücke. Nein, ihr versteht es nicht. Ich habe nichts. Das ist die nervtötigste Art. Nein, geht nicht. Ja, das ist mal wieder typisch. Der ist oben. Gut, schnappen wir uns bei den nächsten. Okay, das war ein Fehler. Wie viele muss ich? Muss ich alle töten? Scheint so. Ich kann nicht alle töten. Das. Oh Gott, wie viele sind denn das? Okay, das war scheiße. Du wirst nie entkommen! Feindling! Ich glaube, das allererste, was ich brauche, ist ein Messer. Hier! Ja, ich brauche ein Messer. Ohne Messer funktioniert das nicht. Ich muss alles klammheimlich machen. Oh, komm schon. Alter, was ist denn. Oh, was ist mit der Steuerung los? Entschuldigung. So. Hier sind genug Taschendiebe. Mörder, Taschendiebe. Alles, was hier herumkeucht und fleucht. Und dennoch kriege ich es nicht gebacken? Was? Was wollt ihr von mir? Dann hier Taschen lernen, wenn schon. Das einmal. So. Maximal erreicht, also jetzt kann das hinhauen. Oh, ehrlich mal, das ist doch zum Kotzen. Ich brauche nur noch eine einzige Sache und das ist so doof. Ich kann auch das mit der Schlägerei machen. Was bringt ihn dazu, das zu tun? Moment mal, das ist hier unten auf dem Boden. Gut, reden wir nochmal mit ihm. Meine Güte, tut mir ja leid. Der hat den schon längst eingenommen. Ist mir jetzt auch scheißegal, weiß ich nicht. Okay, versuchen wir das nochmal. Dann wollen wir mal die ersten ausschalten. Hat ja schon Mist angefangen. Sein. Da noch lebt ihr eine Lüge, umgeben von falschem Wissen, erdacht von Ungläubigen. Nee, ich will nicht runter. Eure Seelen erringen wollten, nur wenn diese Werke dem Feind euer Überleben haben, können sie keines mehr anbieten. Noch lebt ihr eine Lüge. Welcher ist das, der? Ja.
Prophet ihrer Lügen. Eins von fünf Attentaten ist schon gut gelaufen. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Und ich werde euch den Weg zeigen. Okay, ich habe noch über 3 Minuten. Ach komm, ich will hier hoch. Wer hat das getan? Sag es mir. Weiß ich nicht. Ist hier irgendwo umgelaufen. Ich flehe euch an. Ich bitte euch. Nur eine Kleinigkeit. Bitte. Na, wo haben wir den nächsten Kandidaten? Da ist er. Ich brauche Nahrung. Ich habe solchen Hunger. Ein bisschen Geld. Was mag ihn zu solchen Verhalten treiben? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Nee, von da aus kann ich keine Messer werfen. Gepriesen sei Salah al-Din! Jetzt haben wir noch 2. Ich glaube, wir schaffen das. Und wir kriegen auch die letzte, naja, den letzten Teil hin. Ich glaube, da drüben sind die. Oder? Nee, einer ist hier unten. Na, jetzt ist ein Müllschrumpf. Bin ich den? Nicht den? So. Na komm, ich hab nicht mehr viel Zeit. Durch einige Wachen getötet. Möge der Allmächtige den Schuldigen verfluchen. Wo bist du? Also bis jetzt geht's mir gut. So, jetzt noch einer. Die Wahrheit, die ihm zuteil wurde, verbreiten muss. Und so wie sich ihm der rechte Weg eröffnete, so wurde er auch mir offenbar. Und ich werde euch den Weg zeigen. Na komm. Doch lebt ihr eine Lüge, umgeben von falschem Wissen, erdacht von Ungläubigen, die Herrschaften wollten. Nur wenn diese Werke dem reinigenden Feuer übergeben werden, können sie keinen Schaden mehr anrichten. Noch lebt ihr eine Lüge, umgeben von falschem Wissen, erdacht von Ungläubigen, die Herrschaft über eure Seelen erringen wollten. Nur wenn diese Werke dem reinigenden Feuer übergeben werden, können sie keinen Schaden mehr anrichten. So, geschafft. Schön, euch so schnell und an einem Stück wiederzusehen. Jo. Ich muss zu meiner Familie, aber bevor ich aufbreche, habe ich dies für euch. Ich fand eine Karte mit den Orten, wo die Gelehrten planen, Bücher und andere Wissensquellen zu verbrennen. Seid bitte wachsam. Möge das Schicksal uns bald wieder zusammenführen. Ich sende meiner Familie eure Grüße. Bücher? Verbrennen? Warum? Oh, das ist ja eine Schandtat. Okay, wir haben jetzt 3 von 6 Sachen, die wir benötigen.
um die Quest hier zu aktivieren. Heißt jetzt aber auch, wir beenden jetzt gleich hier. Nein, nicht hier. Ich will doch nicht hier irgendwo beenden. So, jetzt mal weiter im Text. Ja, ich war mucksmäuschenstill, was in dem Sinne auch so ist. Ich musste mich konzentrieren. Ist manchmal immer so. Wenn man ein gewisses Spiel spielt und man denkt, okay, ich muss die Kontrolle hier haben, dann ist das normal. So, ich latsch mal hier. Dann noch hier. Und einmal hier hoch. Oh, B. Was tut er denn? Und da sind wir nun. Sehr gut. Assassinen-Versteck gefunden. Dann können wir auch gleich mal abspeichern und dann beim nächsten Mal weitermachen. Los geht's. Was gibt es Neues? Ich habe viel über meinen Gegner erfahren. Teilt euer Wissen. Jubair ist besessen davon, die Stadt von all ihrem Wissen zu bereinigen. Ein schreckliches Verbrechen. Darum will Al-Mualem ihn beseitigen. Er lässt sich von den Gelehrten der Stadt dabei helfen. Sie ziehen durch die Straßen, schikanieren die Bürger und sammeln alle geschriebenen Werke. Ich fürchte, er will sie alle zerstören lassen. Gebietet ihm Einhalt. Deshalb bin ich hier. Er wird bald ein Treffen abhalten. In der Madrasa al-Khalasa. Dort werde ich ihn treffen. Dort werde ich ihm ein Ende bereiten. Gut, Segen haben wir schon. Und Blut muss fließen. Die Einzelheiten überlasse ich euch. Macht der Bruderschaft Ehre. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Das heißt jetzt aber auch, wir beenden jetzt hier die Aufnahme. Ich muss nämlich jetzt leider erstmal aufhören, aus dem Grund. Ich bin ja noch ein bisschen erkältet. Ich werde die nächsten Tage wieder aufnehmen. Zuallererst... Oh, wir haben jetzt ein Messer, das ist schön. Und... ja. Das heißt dann, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Ich bin die Renasami. Wir spielen hier weiterhin Assassin's Creed. Eins der besten Teile, meiner Meinung nach. Auch wenn andere sagen, es ist einfach nur der schlimmste Teil. Nein, es war nie der schlimmste Teil. Und es ist nie der schlimmste Teil. Es ist eins der besten Teile. Also, bis dann und haut rein.